So, meine kleinen Zuckerrosinen, herzlich willkommen zu einem neuen Format auf Summoners Inn Kochen mit Mori. Ne, wie nennen wir das eigentlich? So, Schlag den Mori, meine ich. In diesem Format wird fortan ein Mitglied von Summoners Inn Mori im Kochen wegradieren. Mori ist ein ziemlicher Gott im Kochen, deswegen kriegt er von mir 3 Handicaps im Laufe der Show. Und am Anfang der Show, nämlich jetzt gleich, gibt es ein Thema. Nachdem ich dieses Thema, welches sehr lol-lastig ist, verkündet habe, müssen die 2 Kontrahenten los zum nächsten Discounter oder Supermarkt ihrer Wahl und Zutaten dafür einkaufen. Für 10 Euro wird ein Shitfest. Ich darf das erste Thema verkünden. Kha'Zix Cracker auf Gletscherschleier mit einem Hauch Red Buff. Gut, wollen wir los? Alles klar, ciao. Ihr müsst jetzt einkaufen. Ich mache einfach Cracker, also Tortillas als Cracker mit Käse. Und dann du machst keine Cracker, willst du mir erzählen? Nee, ich bin da. Mori hatte gesagt, das war zu schwer, deswegen habe ich mich da nicht getraut. Ein bisschen. Bisschen Salz? Red Buff ist ja sehr viel. Genau so mache ich das. Gut, der nächste bitte, Mori. So, Mori, Red Buff habt ihr euch beide überlegt, da geht's in Schafe, aber genau. Wie ist denn bei euch mit Gletscherschleier? Frozen Heart. Der muss ja noch ein bisschen. Das ist ja die Vorstufe quasi, aber ja, wie du schon gesagt hast, also ich habe halt Chili. Ich habe auch natürlich die Original-Cracker. Ja, Original aber bitte sag mir nicht, du nimmst auch einfach Cracker und überbackst sie. Ich habe überbacken nicht, aber ich habe überlegt, welche selber zu backen. Aber ich glaube, vor allem mit den Handicaps, 15 Minuten an sich werden schon ein bisschen. Okay, also das Problem für Cracker ist die Zeit. Ja, also ich glaube, dass vielleicht kriegst du es gerade so hin, aber mit Handicaps denke ich nicht, dass ich Cracker in 15 Minuten, weil die müssen schon mindestens 15 Minuten in den Ofen. Mit der Zitrone natürlich ganz wichtig unbehandelt, kommt ein bisschen Abrieb rein. Mhm. Und die kann ich dann so wie Flügel von Kha'Zix noch dazu ballern. Ja. Das heißt, du gehst auch in den Designbereich. Ich gehe auch in den Design. Das ist natürlich mein kleines Bonus-Thema, Designbereich, Anrichtung, Gletscher und so weiter. Also okay, das heißt, heute machen wir Cracker und keiner backt Cracker. Ja? Okay, ich bin raus. Bevor es losgeht. Das ist dein erstes Handicap für den Rest des Videos. Viel Spaß. Echt jetzt? Ja. Die Chili-Stücke werden so dick werden. Ich habe mir auch ein extra leichtes Rezept aus. Alter. Und los! Wow, jetzt im Ernst, muss ich die anbehalten oder nur am Körper? Ich vor, dass ich nicht die anderen beiden Handicaps. Ich weiß gar nicht, ob das direkt ist. Also ich mache das ganz entspannt. Guck mal, wie der ist. Ja, weil ich ist wie so jemand, der bei einem Marathon Vollsprint losrennt. Sind das beides deine Töpfe? Das sind beides meine Töpfe, weil ich ja für den Double Engage gehe. Alter, einfach mal mit Plastik würde ich nicht auf dem Herd liegen lassen. Deine Taktik ist sehr spannend. So, wir nehmen jetzt ein bisschen Käse. Hast du das schon mal vorher gemacht? Mach ich jeden Abend. Hast du gerade mit dem Messer die Packung einfach so aufgeschnitten? Mach ich immer. Gott, wie schneidet man denn das? Warum ist denn so lachen, Meanwhile! Nee, wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit gut. Gut. Also, meinst du, du bist so im Zeitplan? Ja, das schon. Also ich glaube, ich bin so. Ich habe ja Handicaps mit eingeplant vor einer Zeit her. Ja, so reden wir nun Verlierer. Das ist schlau. Deswegen habe ich ja die werden nämlich nicht besser, kleine Tipp. Ich brauch mal. Ja, aber das ist schon. Ich brauche ein Handtuch, damit das nicht rutscht. Was ist die Zeit? Ich brauche ein Handtuch, Mann! Geil. Junge, hat man immer einen Mann als Koch? Ja. Mann, ist das eigentlich deine offizielle Kochrüstung? Ja. Das sponsert bei Mori. Die ist von meiner damaligen Koch-Hochschulausbildung, die ich zusammen mit Mori absolviert habe, aber ich hatte bessere Noten als ihr, das wissen viele nicht. Ist das der erste Geheimtipp? Lappen unterm Brett, das habt ihr beide. Ja, sollte man ihn anfeuchten? Ja, das ist, damit es nicht rutscht, das Brettchen. Ich brauche kein Wasser. Hier das zu erhitzen, die Chilis ja, kurz. Ich heiz die Scheiße schon. Das wäre vielleicht dafür, sonst funktioniert der oder? Herd nicht. Was willst du erhitzen? Die Chilis. Genau, die Chilis kurz hier. Anschwitzen. Das Öl, warum? Einfach. Das ist die Grundlage deiner Soße. Dieses Öl, nee. Diesen Chat kann man übrigens kaufen, links in der Beschreibung. Was mache ich jetzt hier? Alter, wollt ihr 3D? Willst du 3D Hot Air? Ich würde 3D. Wir sind in der Freaks-Küche, die ist ein bisschen spacey. 3D. Aber 3D Hot Air klingt super als Mode. Also ich sag mal so, wenn du überbacken willst, würde ich Oberhitze nehmen. Oberhitze. Mach 3D Hot Air. Mach ich Oberhitze. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er mir helfen will oder ob er mir. Noch Hot Air Echo? Es kommt darauf an, was du machen willst. Echo braucht länger. Na, Echo hat eine schlechte Landingphase. Hydro Baking. Hydro Baking. Das klingt wie Pokémon-Attacke. Ja, also, wie kriege ich denn jetzt den Käse hier raus mit den Dingern? Feed, Bottom Heat. Das ist schon ohne Hot Hände. Air Grill. Hot Air Grill. Das kannst du auch nehmen. Immer Grill. Hot Air Grill hört sich gut an. Wir haben das nicht so. Hot Air Grill. Immer die Hot Air Grill. Hot Air Grill. So. Ich bin sehr gespannt. Ja, jetzt haben wir den Käse fertig gekauft, nämlich richtig scheiße. Du bist ein simpler Mann, sehe ich. Weil, ja, ja, weil wenn du den erst schneidest, dann entfaltet er so richtig schön sein Aroma. Und dann einfach reinbröseln. Ja? Alter. Ist richtig geil. Habt ihr das schon mal mit Topflappen Händen gemacht? Nee, warum sollte man das auch? Ich bin ja nicht dumm. Alter. Mori, warum hast du denn Topflappen? Man sagt doch mal. What the fuck? Warte.
Genau das wollte ich gerade dazu packen. Woher wusstest du das? Was meinst du? Perfekt, Alter. Alter, was machst du denn für eine... Leichte Zitrusnote. Oder war das Seife? So, warte mal. Ja, der weiß halt, wie man handicappen muss, damit es fair bleibt. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Kannst du mir auch eins aufmachen, Max? Muss mir auch eins auf? Dein Gesicht? Nein. Nein, doch nicht. Das ist richtig Mobbing hier. Mobbing auf Arbeitsplatz. Ich verstehe nicht, was der Problem ist. Ich stelle mir das gerade mit dir vor. Was piept die Scheiße denn, Mann? Er hier. Er piept. Nein, dein Ofen, weil du ihn noch nicht angemacht hast. Fünf Minuten. Ich hab ihn noch nein, der ist noch nicht an. Warum nicht? Drück Start. Go. Start. Lobby, Match. Boah, ich hab nicht eingeloggt. Hätte ich mal nichts gesagt, ne? Ich hab nicht eingeloggt. Hätte ich mal nichts gesagt, dann hätte ich es einfacher gehabt. Wie lange hast du denn so? Ah, ich muss die Scheiße ja essen, ne? Klar. Ey, warum mach ich denn so eine Kacke? Ja, das ist eine gute Frage, mein Lieber. Aber ihr esst mit, oder? Gerne. Vielleicht. Okay. Nicht. Oha. Er rastet direkt aus. Ich glaube, ich sollte auch... So, ist das alles? Ja. Also... Das nenne ich Verschwendung. Sag ich auch immer. Okay, lass mal. Also wie viel hast du davon jetzt reingetan? Eine? Ja. Ich nehme auch welche, einfach nur, weil ich fair bin. Ich koche damit ja noch an einen anderen Tag. Davon könnten... Der weißt hier. Du? Davon könnten... Der hier verwendet auch alles. Ja. Und das tust du gleich im Ofen. Ja. Geht das mit dem Topf? Weiß ich nicht. Braucht man da nicht einen Auflauf vor? Keine Ahnung. Oder so? Wenn wir rausfinden. Ja? Also ich denke, es geht. Haben wir keine Auflaufform? Nee. Wir sind pragmatisch. Was soll denn passieren? Und du machst dann separiert noch die Soße, ja? Genau. Bei wie vielen Minuten sind wir gerade? Wir haben noch 10. Okay. Das schaffe ich easy. 10,5. Was machst du jetzt? Jetzt gebe ich dir... Steckst das Ganze ein bisschen ab? Den Käse dazu, ja. Wow! Alter, mein Essen war dafür noch nicht bereit, Mann. Es kann sein, dass es jetzt scheiße wird, nur deswegen, ey. Das war gerade genau richtig und dann hast du es erschrocken. Das ist riskant. Das darfst du nicht einfach so machen. So. Was ist eigentlich, wenn man vor der Zeit fertig ist? Dann hast du auch verloren. Wie? So, und wie jeder gute Koch, habe ich mir ein bisschen was übrig gelassen. Und im Kostenraum. Mein Super. Habe ich gut gekocht. Alter! Das war mein Koch. Ah, hier ist mein Koch, okay. Wie die Scheiße an hier? Nicht. Der ist alt. Okay. Wieso haben wir hier keinen frischen Honig? Das sieht nicht appetitlich aus, Mori. Es ist ja noch nicht fertig. Ah, ein bisschen von deinem Müll klauen hier. Ich muss das essen, streng dich bitte an. Junge, hast du schon mal irgendwas von mir gegessen, was nicht geschmeckt hat? Ja. Hast du schon mal irgendwas von mir gegessen, was nicht geschmeckt hat? Okay, ich würde sagen... Die Frage ist, will man was von dir essen? Warte mal. Ich fühle gerade so eine... Oh, mir wird ein bisschen warm. Ich glaube, es ist Zeit für das nächste Handicap. Was? Mori, musst du noch was schneiden? Verrate ich dir nicht. Ich glaube, es wäre besser, wenn du es ihm verrätst, sonst okay, würde ich richtig dann nehme ich dir bei dem fortan, greifst du jede Zutat hier mit. Oh, was? Jawohl! Wie, aber, Moment, mach das mal vor. Du willst richtig angenehm fürs Anrichten, muss ich sagen. Diesen Käse nehmen. Mhm. So fühle ich mich jedes Mal im Rank. Und dann tust du den da rein. Okay, wir räumten später auf. Ja, du. Aber ich darf immer schon. Der Frage. Also, wenn ich ein. Das, nein, ich muss aber noch. Ich muss was nein. abreiben. Ich muss was abreiben noch. Auch damit. Und ich muss tatsächlich noch was schneiden. Das darf ich aber, oder? Ja, klar. Also, ja, mit dem Ding. Wie? Verstehe ich jetzt nicht. Wie soll das denn funktionieren? Ja, nein, nur. Was ist das für eine Einstellung? Nur wenn ich. Da, müsste damit gegriffen werden. Einmal und danach darf ich es aber in der Hand nehmen, ja? Nein. Wie? Das heißt, wenn ich den durchgehend. Jetzt. Durchgehend. Oh Gott! Ja, das ist hier nicht für Kochen für Dumme. Ja, hier brauchen wir ein bisschen Qualität an der Platte. Ja, sehe ich auch. An der Herdplatte. Ist hier nicht bei Schlag den Rab oder was? Ist denn das hier? Das ist ja noch nicht mal heiß. Ja, bei Schlag den Mori. Ist doch nicht scheiß hier. Muss man deinem Namen alle Ehre machen hier. Hast einen Ruf zu verlieren, Mori. Ja, Mori. Laufen die Cracker. Super. Guck doch mal. Das geht nicht! Ich fühle mich wunderbar. Das geht nicht! Natürlich so, siehst du? Du entwickelst dich weiter. Also an deiner Stelle hätte ich da eh keinen Mit Kiss. Dieser Kochshow. Ja? Die Upgrade hier. Was wird das denn? Das, wie? Das? Ich denke, ja, dann hau das mit dem Messer ein. Du berührst es gerade. Das musst du mit der Zange machen. Ja, jetzt rein, Junge. Ey, nicht festhalten da. Das ist hier gefährlich. Das ist in Ordnung. Wieso jetzt rein mit dem Messer? Ich will auch, dass ich Mori da mal ein bisschen schwer tut. Ich verstehe auch nicht, was mit dem los ist. Du dich hier schwer. Wie viel Zeit haben wir noch? 7:30. Ah, 7 Minuten 30, okay. 7:30. Ey, das. Was macht der für Fax? Das will ich auch nicht. Also ich glaube, du liegst, obwohl erst sogar mit der Soße vorn. Was machst du jetzt? Du hast ja jetzt 10 Tonnen Zwiebeln rein. Ja, ich mach jetzt die Tomatensoße. Mit Dr. Pepper. Hm. Und deiner Geheimzutat, wie ich sehe. Nee. Wow!
Das ist keine Zutat, mein Lieber. Schmeckt zwar. Der war mein. Was machst du da? Ich bin nur ein schweißer Turm. Versucht er dich zu interrupten. Ja, aber. Nee, will nur was von meinem leckeren Essen haben. Boah, Alter. Boah, die Zwiebel. Ich weiß nicht, was du meinst. Die Zwiebel schlimmer mal sagen. Junge, sau da hier nicht alles ein. Ich hab mich ignoriert. Das ist so gut. Schmeckt? Darf ich auch mal probieren? Es geht denn da drüben ab, Alter? Boah, jetzt muss ich aber auch. Boah! Was ist das denn? Alter! Hä, da muss auch nicht was rein, ist alles gut. Ja, gut, dann. Ach du Scheiße, was ist das denn? Instant-Kaffee. Lecker! Wie das aussieht! Oh! Und wie das riecht, Alter! Okay, warte, nimm das. Das ist eine gute Entscheidung an deiner Stelle. Alter, aber wo stellen so weinen? Was ist denn das? Instant-Kaffee! Ich freu mich so! Ich freu mich richtig auf das Essen! Lösch das mal ab, lieber. Ja, mach ich doch. Boah, Alter, was ist. Boah, Gott. Ja, ja, mach du da mal rein. Jetzt ist mir alles egal. Nein, das muss ja du am Ende essen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt übertreibst. Nein, wir essen das. Wo ist denn die. Er braucht was zum Abtupfen irgendwie. Nee, das ist mir egal. Okay, das ist mein Make-up, ich fühle mich wohl. Oh, geil. Nimm ich den Overall Cup. Scheiß drauf, Jan. Was war das denn? Keine Ahnung, Mann. Es ist einfach irgendwas reingeflogen. Nein, aber ohne Scheiß, was hast du da reingemacht? Richtig lecker, glaube ich. Ich glaube, es muss so schön durchrühren. Was ist da jetzt drin? Also ohne Mist? Nee, ich weiß es nicht. Was? Keine Ahnung. Ey, das soll noch schmecken am Ende, ne? Ja! Oh! Ey, guck dir mal what the fuck, an. Alter? Das ist auf jeden Fall Alter, das ist lecker. Was tut denn? Das ist lecker, Maurice. Ist lecker, ich spüre. Was war das? Ich bin Hulk, super Alter. Leckeres Zeug. So, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Okay, dann kommen wir jetzt. Das letzte Handicap. Lass mich kurz durch, mein Lieber. Boah, schön. Am Brechen. Mori, bevor du die jetzt schneidest, das musst du leider mit dem Ding machen. Das geht nicht. Warte, ich muss gerade. Wir sind hier bei Schlag dem Mori. Ja, warte, ah, das ist viel zu Schnitt. Weil du schon das ist viel zu viel Kaffee gewesen, Alter. Oder willst du ihn lieber? Nee, ich hab nichts mehr zum Schneiden. Sieht doch. Ja, es riecht doch super. Es riecht echt. Also, es riecht interessant. Mhm. Das musst du ja am Ende essen. Hey, Mori! Das ist jetzt dein Messer! Aber das ist nicht mal scharf! Ja, ist aus Plastik! Aber ich glaube, Mori ist noch ein bisschen vorne trotzdem. Ah, nee, du hast schon irgendwas drin hier, ne? Ja. Noch 5 Minuten, Mori. Ich will es eigentlich irgendwie nicht kosten, muss ich sagen, aber. Ist ja nicht scharf! Ist ja gar nicht scharf! Ah, das schmeckt richtig bitter, Alter! Boah! Ja, dann tu doch was Süßes rein. Warte, mhm. Warte, ich nehme das mal mit. Ja, ja, mach ein bisschen Dr. Pepper. Ja, ich mach noch was Süßes rein. Ich vertraue dir nicht. Ja, das ist echt gut. Mach mal ein bisschen Dr. Pepper rein, mein Lieber. Okay. Oh, wir kochen dann reicht. Ja, ja, das ist Tech-Team, Alter. Alter, das ist genau richtig. Ich würde eine leichte Cherry-Note haben. So, jetzt kommt übrigens das Spezialgeheimnis von Gott, ist das lecker. Wir hoffen im Bad. Ja, du hast ein bisschen Stress, deswegen ist der Moment nicht so schön, aber. Mori, was ist es? Also wäre ich jetzt knallhart und kleinlich, müsstest du das jetzt mit der Zange machen. Ja, aber ich hab's mit der Zange hergeholt extra. Okay. Ein Cocktailglas. Boah, das ist übel lecker. Da tust du jetzt ich werde einfach so viel Soße machen, dass es nicht mehr auffällt, dass der Kaffee. Ah, jetzt nimmt's Gestalt an bei Mori. Bei Sola hat's schon Gestalt, wird langsam hart. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Kaffee retten soll. Alter, das sieht so eklig aus, was du machst. Ja, ist es auch. Ich krieg das Ding ist kaputt gegangen. Was ist das? Tomaten, schneid's auf. Schneid's auf, Junge. Oh. Ey, was passiert hier, Alter? Ich guck da rechts und links, Alter. Okay. Alter, das ist nicht gut. Wie lange haben wir noch? 3 Minuten. Solas rettest du noch. Jetzt ja, sieht die Zitrone natürlich übelst kacke aus. Verstehe ich nicht. Willst du mal abschmecken? Nee, ich hab schon gekostet, sehr lecker. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel machen. Ich finde schön, wie Sola arbeitet. Hast du gerade gesammelt, Alter? Alter, das war viel zu witzig. Bei ihm quillt gerade also. Alter, wo ist im Triad-Mode? Bei dir läuft es nicht so. Nee. Der Kaffee hat mich etwas. Mori! Überrascht. Also, jetzt langsam reicht's mir, aber da liegt der Säbel! Ich komm nicht dran! Ja, dann nimm deinen Greifarm, der ist lang genug! Los! Meine Fresse, ey. Der schummelt hier. Das gibt Abzüge in der B-Note. Ja. Ich bin nachher Jury, ne? Würde ich aufpassen. Ich mache einfach so viel Tabasco an, dass mir gar nichts mehr schmeckt, würde ich sagen. Mhm. Oh, nee. Oh, er ist schon ein bisschen angebrannt. Ups. Alter. Das ist genau richtig. Oh, zeig das mal in die Kamera. Aber es geht echt noch. Es geht noch. Es ist perfekt. Also, ich habe Pizzen gegessen. Es ist rustikal.
Ah, geil! Ich glaube, da ist der Lappen. Genau, das habe ich gesucht. Lappen trifft Lappen. Okay. Also, eigentlich wollte ich die hier noch so schön dran schneiden, damit die richtig schön rankleben, aber das geht mit dem Messer hier nicht. Ja, schau. Wie scharf magst du es? Ich meine, du hast ja die Handicaps einkalkuliert, von daher. Ja, deswegen ist es ganz so cool. Wie bitte? Wie scharf du es magst? Ach, toll. Eher nicht. Also, ich mag. Wie lange haben wir noch? 2 Minuten. Sehr schön. Das ist perfekt. Das ist jetzt der. Ja, erkennst du den Kha'Zix? Was ist das denn, Alter? Weißt du, viel ist das denn? Ich kann nicht die Soße einfach weglassen? Ja. Ey, nachher schmeckt das richtig krass. Hast du ja alles gemerkt? Dann wirst du irgendwie ein Weltstar-Koch oder so. Ja, wäre nice, aber befürchte leider nicht. Wir haben es auf Video. Ist ja geil. So, Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Es schmeckt leider richtig scheiße. Mir geht's gut. Ich sag doch sowas. Es schmeckt interessant und aufregend. Ein bisschen sauer? Ja. Keine Ahnung. Nicht so gierig, Mori. Kriegst nicht auf, soll ich dir? Das wäre schön gewesen, aber du wolltest nicht. Hey, sag mal, warum? Kann es sein, dass ich habe hier nicht so die Übersicht, benutze die ganze Zeit, nicht so gierig. Benutze hier auch die ganze Zeit ja. Die Zange? Ich habe mir alles mit der Zange geholt. Lass dann in der Hand. Bist du fertig? Ja. Ich träufel das fertig. Das ist mein Trick, ich träufel das noch auf, weil dadurch kommt davon nicht so viel Geschmack. Also was ist das jetzt genau? Pass auf, die Flügel ist das Kha'Zix-W, ne? Seine Flügel. Das Gletscher. Das W, ja, sehr genau. Genau. Die Cracker und der Gletscher. Gletscher ist natürlich weiß, nicht wie Sola da rot gemacht hat. Klar, weiß hier, wie man sagt. Ja, das ist genau. Der Red Buff. Der Red Buff sind die Chilis, die da drin sind. Und die merkst du natürlich, dass der, pass auf, den Red Buff, wie das halt so ist, ja. Erst smitest du ihn, also isst ihn, merkst die Schärfe und das Verbrennen kommt hinterher. Ja, das ist auch Solas Motto, Alter. So. Mori, warum bist du denn so schlackig? Noch 15 Sekunden. So, jetzt kommt mein Kha'Zix, weil ich habe gehört, also wir haben letztens Insekten gekostet und die haben mir Erdnussflips geschmeckt, deswegen habe ich einfach Erdnussflips als Kha'Zix genommen. Hey, Moment nochmal, das ist jetzt Kha'Zix. Ja, ja, weil Insekten nach Erdnussflips schmecken. Das ist gar nicht mal übel. Das sieht übel. Alter, die Zeit ist um. Meint sieht viel geiler aus. Alter, das sieht so eklig aus. So, wir vergleichen hier. Mori. Ja. Warum solltest du gewinnen? Warum? Naja, ich meine, erstmal die Ästhetik. Was? Lassen Sie mal den jungen Herrn hier aussprechen. Also, halt mich zurück! Sola hat es halt nicht mal aus dem Topf rausgeschafft, während wir hier ein Steve for das Martini-Glas haben. Wir haben hier die Kha'Zix-Flügel, also hier erkenne ich das Konzept. Vom Aussehen schon nicht. Hier siehst du das Kha'Zix-W, die Kha'Zix-Flügel, die Cracker und natürlich den Gletscher oben drüber. Warte mal. Da sehe ich. Ist der gebrochen? Nein. Der ist evolved. Das ist doch nicht normal, Junge. Der ist komplett schief. Das liegt an den Crackern. Die schmecken nämlich scheiße. Und das liegt an den Crackern. Na gut, ja, klingt interessant. Warum sollst du gewinnen? Weil man von mir auch satt wird. Weißt du, das ist. Ja, schön. Wenn man beides im Restaurant bestellen würde, würde beides gleich verkosten. Von dem einen. Vermutlich würde das noch ein bisschen. Das wäre noch ein bisschen teurer und würde auch länger dauern tatsächlich. Mhm. Und du müsstest 4-mal so viel bestellen, um Satz zu werden. Da hier. Würde länger dauern, du gehst mit 8 Personen. 15 Minuten. Lass doch mal den jungen Mann hier aus. Du gehst mit 8 Personen rein ins Restaurant, knallst das Ding auf den Tisch, alle werden satt, alle sind glücklich. Kannst die Finger reinmachen, schön nochmal die Keime verteilen. Finger reinmachen. Übel lecker, vielleicht auch nochmal ablegen. Nice. Du hast auch 3 Sorten von Käse da unten drin, oder? Ich hab alles drin. Ja. Nice. Es gibt 3 Kriterien. Einmal Herstellung, also der Prozess der Entstehung, perfekt. Die Fertigkeit des Herstellens, das Kochen selbst. Dann das Aussehen und der Geschmack. Herstellung kann ich erstmal mit anfangen. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde beide Ideen gut. Ich muss sagen, Solas Idee mit den Erdnussflips ist echt not bad, weil von wegen Kha'Zix, Insekten schmecken nach Erdnuss und auch so die Konsistenz wie ein Erdnussflip. Du könntest den Unterschied nicht schmecken, wenn ich dir die Augen verbinden würde. Das heißt, wenn. Also, ich glaube, na gut, aber da ist halt auch viel Knackiges dabei. Ja, aber Cracker sind ja auch knackig. Sind keine, also, Erdnussflips schon mal super toll. Red Buff haben beide einfach nur Scharfes genommen. Das finde ich ein bisschen lame. Ich wollte Tomatensoße direkt nehmen. Die brauchst dich nicht rechtfertigen. Ich will nee, also nicht rechtfertigen. Ich habe leider die falsche. Ich bin noch nicht fertig! Mori hat den W auch noch evolved. Was hast du evolved? Ich bin noch nicht Level 6. So oft am Red Buff gestorben, weil er so also, scharf ist. Man muss ja, also wir berücksichtigen nicht die Handicaps, weil Moris Hausfrau-Favorit in jedem Kochduell auf dieser Welt. Wie heißt nochmal dieser Amerikaner? Gordon Ramsay? Ja, das ist aber kein Amerikaner. Steckt auch weg. Genau der. Das ist kein Amerikaner. Ich glaube, er meinte Barack Obama. Italiener, Barack Obama. Der kann auch irgendwie gut Barack Trump. Ja, okay. Also wir fangen mal mit Sola an.
Beste mal zuerst. Sola. Ja. Ich fand, du bist sehr leger an die Sache rangegangen. Ja, du hast dich nicht stressen lassen von der Zeit, von äußeren Umständen. Das war einfach sauber runtergekocht. Von Gerüchen. Hey. Die Idee von beiden, ja, das war jetzt bei beiden so, wir machen keine Cracker, wir kaufen Cracker und überbacken die oder hauen da noch irgendeine Soße drauf, finde ich ziemlich schwach. Aber es ist ja sogar so zeitknapp geworden. Ja, aber das ist ja mir egal. So, ich bin ja nur dafür da, um zu bewerten. Okay. Und nicht für die, ne? Mhm. Ich weiß nicht, also... Ja, ansonsten, es ist halt verbrannt. Warte mal, Alter. Es ist halt im Ofen verbrannt, nein. Es ist auf dem Herd verbrannt. Lüge. Du hast Zutaten vom Mori geklaut. Verstehe ich, was die. Was ist so? Hast du den Topf in den Ofen getan, keine Auflaufform? Pragmatisch, schnell, effizient wären Adjektive, die ich hierfür finde. Gibt immer zwei Seiten der Medaille, da stimme ich. Das stimmt zu. Und beide sind Gold bei mir. Also ich sage mal, oder verbrannt. Okay, ich sage mal, oder Holzkohle. Auch gut. Kommen wir zur Punktvergabe von Herstellung von Solas Gericht. Eine 5. In Schulnoten. Kann ich mir nehmen. Oh, warte. Nee. Von 1 bis 10. Sag mal, im Herzen 5,4 und bei, abgerundet. Also, okay. Also technisch sehr viel verkackt, aber du warst so, du warst so ein lockerer Fröhlicher. Ja, du würdest nicht sagen, aber ich, darum geht es ja. Ja okay. Ne, deine Meinung interessiert dich. Das stimmt, ja. Genau. Mhm. So. Und die Erdnussflips, die Karin Haltmann. Die Karin Haltmann. Idee. Danke, danke. So, kommen wir zu Mori. Herstellung. Mori, du hast ja ganz schön viel geschummelt. Ne, du hast ja den Säbel chronisch. Ich war ja schon fertig. Denutzt. Natürlich warst du fertig. Wir haben es auf Kamera, Mori. Brauchst du ich rausreden. Bin fertig gewesen. Die du brauchst dich nicht fertig. Rausreden, wir haben es auf da Kamera. Da würde ich auch nochmal einen Minuspunkt geben, dass er jetzt hier versucht, dir dazwischen zu reden. Ruhe. Okay. Von daher, man hat dadurch gemerkt, du bist super der Tryhard, wenn es ums Kochen geht. Ja, du willst unbedingt was reißen. Bei dir war auch kein Platz für Spaß. Das war einfach nur Gekloppe. Also die Handicaps hast du offensichtlich unterschätzt. Das hat man dir angemerkt. Trotzdem rechtfertigt das halt nicht, dass du sie einfach nicht benutzt. Ich habe die Zange. Ich habe meinen Doppelstab. Brauchst dich nicht mit der Zange. Ist in Ordnung. Cheater. Das gibt natürlich harte Abzüge. Davon mal ab. Davon sag mal es, ab. Sag es, Ketten. Das mit der Soße sah sehr solide aus. So, das war gekonnt. Danke, Geschmack Ketten. Ist natürlich was anderes, aber. Obwohl, ich meine, ich hatte ja den Vergleich direkt nebeneinander und auf der linken Seite war halt der Marianengraben ja, und auf der rechten Seite war das schon Geschmacks. Richtung Himalaya. Nee, der Zubereitung. Auch. Die Cracker weiß nicht. Das ist halt genau gleiche Sache wie bei Sola, wobei Sola war da noch ein bisschen so südländisch unterwegs. Ja. Ne, mit Tortillas. So eine Cracker sind halt... Kacke. Das ist halt... Das sind die Originalen. White People Cracker. Weißt du, was ich meine? Genau. Warum rieche ich eigentlich mit ihm? Das sind die Originalen. Mach weiter so, Captain! Boxen richtig weg! Okay. Oh. Zitrone. Optisch ja. Ist in der Soße mit drin, schmeckt bei der Herstellung. Also ja, ich weiß nicht. Probieren Sie doch. Deshalb, ich muss ja. Also rein die Herstellung, ja, um das mal auf den Punkt zu bringen. Saubere fachliche Arbeit. Ja. Hätte aber auch nichts anderes erwartet. Aber natürlich geschummelt. Deswegen. Ich kann nicht drunter. 6. Was? Alter, das ist ein Haufen Kacke gewesen. Aussehen. Fangen wir mit Sola an. Also ich mag dieses Rustikale. Ja, der Lappen mit dem Topf noch. Und der so. Lappen. Bist du deinem Namen gerecht geworden? Das mit den Schoten war ein guter Einfall. Ja. Danke. Die habe ich in letzter Minute auch noch gekauft, weil ich mir dachte. Genau, habe ich gesehen. Mhm. Das ist so das gewisse Etwas, genauso wie mit den Limetten. Die auch, die sind wirklich von mir, ja. Ich sehe halt überhaupt nicht Kasix. Den schmeckst du aber später. Ja, aber es geht ja auch ums Aussehen. Der hat ja auch Ult an. Valider Grund. 8 Punkte. What?
Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich mag das Rustikale. Jawohl. Sauber, Junge. Okay. Links in der Beschreibung von Spin-Cappies. So, kommen wir zu Mori. Wirklich toll. Toll, an die Flüge gedacht. Weißt du, was ich gemacht hätte noch? Ja, hier mal so von Profi zu Profi. Das ganz großes Kino. Das ist der Kopf. Der Kopf. Und? Halt dein Maul. Und? Er springt ja gerade. Ne, das hier ist ja quasi nicht da. Das ist ja Glas. Ja. Er springt gerade. Verstehst du? Mhm. Das war der Gedanke. Ein Sprung. Also macht E und W. Und das ist ein Stachel. Ich nehme das mal wieder runter. Frozen Heart ist auch drauf. Aber nicht so weiß wie von Sola. Ja, ist schon sehr gelbstechig. Frozen Heart ist langsam abgelaufen, offenbar. Bah. Wird langsam zu Käse hart. Aber sonst, auch mit dem Cocktailglas, fand ich auch super, dass du hierher kamst mit so einem geheimen Special-Ding, was du dann rausgekramt hast, ohne die Zange. Brauchen wir nicht drüber reden. Was, ich hab das mit der Zange. Brauchen wir nicht drüber reden. Dazu, ne? Ich hab das wirklich mit der Zange. Deswegen würde ich sagen, mit dem Kopf, ne? 9. Also Mori ist jetzt zwei Punkte vorne. Jetzt kommt es auf den Geschmack an. Der bei mir natürlich böllern wird. Geschmack. Meinst du, okay. Willst du nicht lieber eine Gabel nehmen? Halt dein Maul, ich muss mich konzentrieren. Okay. Nur eine große Portion. Die Frage ist ja, worauf treffe ich da? Wir sehen ja nur die Oberfläche. Das weiß niemand. Wir sehen ja nur die Oberfläche. Und vor allem, da ist ja verbrannter Käse noch drunter. Nee. Aber wie ist er ganz unten? Ist er da flüssig? Ist er auf der, also das in der Mitte müsste es ja... Ich glaube, das ist der Trippelpunkt des Käses. Das sind alle drei Stadien auf einmal. Wie bei Kasix, dreimal evolven. Ich könnte also einfach nur so einen Erdnussflip nehmen, in die saure Sahne. Ich glaube, das wäre safe. Aber würde schmecken. Ich mach das einfach mal für den Anfang. Ja. Nimm einen großen Löffel. Perfekt. Das ist der erste Eindruck. Oh. 10 Punkte. Nein, und dann einen ganzen Löffel. Was? Ganz mit unten. Ja, ich muss mich konzentrieren. Okay. Genauso muss man es essen. Hervorragend. Ja. Schmeckt himmlisch. Aber ich sehe keinen Kaffee, ich glaube, ich bin sehr. Oh nee, das ist ein bisschen. Wollen wir nehmen gleich einen großen Happen? Oder wie die das machen, weiß ich nicht. Rein damit, Captain, das schmeckt geil! Gar nicht mal übel. Schauen wir mal probieren? Ja. Und man schmeckt eine leichte Kaffeenote, klar. Damit haben wir aber auch alle gerechnet. Wie gewollt. Ich würde ein bisschen Soße nehmen. Ein bisschen die vom Kaffee. Mhm, mal klar. Ist dann die Chili noch mit essen? Also eigentlich alles, was immer im Teller ist, muss man mit essen können. Jetzt auch. Ich nehme das später auf. Okay. Jetzt probieren. Mhm. Was sagst du selber? Perfekt. Also würde ich, Barack Obama so vorkochen. Soll ich Oma irgendwie, damit du bewerten kannst, wie du? Was hast du eigentlich immer mit Barack Obama? Ich mag den Jungen. Ich lasse doch Mori mal was. Du hast Soße an der Hand, Junge. Geh dich waschen. Toll. Also der Red Buff böllert richtig rein. Ich habe keine Schärfe gemerkt. War ich sehr enttäuscht. Oh, ist der Käse noch roh? Du bist ja auch E-Mail, hast du Ult angehabt. Ja, der ist nicht ganz so gut. Du hast mich gebaitet. Du hast gesagt, Oberhitze, grillen. Und dann ist er unten nicht durchgeworden. Ich hab dir vertraut, Mori. Übel lecker. Was würdest du sagen? Das ist das Gesicht wahrer Liebe. Kennt ihr das, wenn ein kleines Kind im Kindergarten dir ein Bild gemalt hat und du überlegst, was du ihm sagst, wie du das Bild findest? Sola, das ist das Beste, was ich jemals von dir gegessen habe. Danke. Das kann man so ausdrücken. Ja. Ich finde es halt wirklich nicht scheiße. Also ich habe gedacht, dieser Kaffee, das ist halt in dem Moment, wo ich den... Es schmeckt halt wo Sola, nach Tacos. Wo also. Sola den reingeschüttelt hat, dachte ich halt, kannst du mal aufhören, Alter, du saust alles zu. Dachte ich halt, es ist vorbei. So, ich werde halt nachher sterben. Aber ich schmecke halt so ganz leicht Kaffee. Aber auch ein ganz bisschen reingemacht. Also ganz schwierig, ja, habe ich gesehen. Also man schmeckt halt 90% Tacos. Ja. Also. Taco und Käse kann man halt nicht viel falsch machen, das geht. So, also Schärfe hat mir gefehlt. Da hast du die falsche Soße,
Hast du noch gerettet bekommen? Ist auch noch eine Menge da, falls du möchtest. Mhm. Kann man auch pur sehr gut genießen. Ja, trinken. Auch als Dip. Ich würde sagen, 7 Punkte. Geil. Ne? Hab ich ja gewonnen. Das ist mehr als 3 sind das ja nicht bei ihm. So. Bei mir ist das jetzt wie, wenn der Erste, der die Präsentation in der Schule machen muss, eine richtig krasse Präsentation macht und alle anderen sagen, oh Scheiße. Man merkt, dass du das noch nie so hattest, noch nie so erlebt hast. So, oder? Ja, los, Junge. Das ist ja peinlich. So, wie esse ich das? Ruhig Fingerfood oder mit Löffel. Also, ne, wie so, wenn du es serviert bekommst. Ja, der Käse ist schon festgemacht. Okay, ich nehme den hier. Ja, dann können wir mal sehen. Sehr schön. Ja. Man sieht hier das Frozen Heart, hier den Red Bar. Und hier der Cracker ist der K6. Ne? Ich mir schon. So zu nett. Unterbewusst psychologisch. Ruhig ein bisschen mehr. Finde ich jetzt nicht sehr spannend. Ich nehme mal noch einen. Lass mal aufhören zu essen, Alter. Das schmeckt so geil. Deutlich süßer. Mhm. Schmeckt auch gar keine Schärfe. Das hat so eine leichte, weil... Ziel dadurch natürlich verfehlt. Red Buff ist auch raus. Und man darf ja, man soll ja alles essen. Ja. Oh, lecker. Zitrone ist lecker. Das ist auch unbehandelte Bio-Zitrone. Im Gegensatz zu Ihnen, er hatte nämlich behandelte Limetten. Er hat nämlich den ganzen Wachs drin. Ich habe keinen Abrieb reingemacht, das ist cool. Schmeckt halt süßer. Ja, es ist süßer, exotischer, könnte man auch sagen. Geschmack auch ab. Dann ist es halt anders. Na, dann ist es nicht unbedingt scheiße. Danke. Ist halt anders. Willst du mal probieren? Ja. Hast du eben schon die ganze Zeit gegessen? Nee, ist eine Lüge. Das schmeckt halt wie, ein... Boah, dann kann ich mir geben, Alter. Das ist wieder echt. Alter, du warst vorhin die ganze Zeit schon bei mir genascht? Das ist übel eklig. Also, ich... Boah. Es schmeckt halt auch nicht so sehr nach Käse. Ich bin echt kacke, also. Aber muss es ja auch nicht. Könnte ich mir. Nee. Finde ich viel besser, ja. Das Hauptthema war auch Cracker. Würde ich 6 Punkte geben, Uwe. Ja! Dadurch hat er gewonnen mit 1 Punkt Vorsprung. Nein! Ernsthaft? Du hättest in jeder Kategorie aber nicht ein Geschmack. So, das war's für heute. Es kommt auf den Geschmack an! Jetzt kommt die Endcard. Geil! Endcard. So, das war's für heute von eurer Dr. Pepper Kochshow. Schlag den Mori. Schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Ihr findet hier noch andere Sachen, Videos und so. Und schreibt mal, das hört ihr gar nicht auf, schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Vorschläge habt, was wir dem Mori an Handicaps geben. Haut rein.